Ich soll mit Psy swappen, alles klar. Ja, es ist zwar relativ wurscht, wie wir das machen, aber. Ja. Okay, Psy, never mind. Na, mach mal so, ne? Oder so. Crazy King hatten wir noch gar nicht in dem Turnier. Weil das bisher nicht ging mit zwei Ja, wobei Crazy King ist eigentlich ganz lustig. Crazy King. Jo, dann Squid, Goldfish oder Strike oder Stormbreaker. Kannst Squid machen, ich renne die ganze Zeit rum. Schauen wir mal. Schon lange ich keine Squid mehr damit. Aber passt. Können wir vielleicht machen. Ich will zweimal Squid fliegen, aber dann habe ich irgendwelche Low-Level, die nicht wissen, dass man rumrennen muss. So, kurze Randbemerkung. Crazy King, ich hätte, wir sollten irgendwie sowas wie Squid, Stormbreaker, Goldfish, gegebenenfalls Pyra oder Shrike spielen. Jupp, Einweisung kommt gleich. Muss mich noch endgültig für das Loadout entscheiden. Die bei der Magnet bleiben? Zumindest ein anderes Loadout als eben. Hier haben wir so einen Nerf-Squid. Zerstörer Magnet. Das klingt viel. Also, Olaf, dein Job wird folgender sein. Du hast einen Buff-Kit. Das Wichtigste für dich ist der Ballon zu buffen. Du kannst außerdem die beiden oberen Engines buffen. Also, das sind die Main-Engines, die nur für Vorwärts- und Rückwärtsschub zuständig sind. Die Side-Engines brauchst du nicht zu buffen. Falls du sie doch buffst, bitte gleichmäßig. Aber ist nicht so wichtig, die brauchst du eigentlich nicht zu buffen. Also, außerdem, genau, nur die oberen. Die nehmen also quasi ja, hinterm Ballon. Außerdem bitte die rechte Seite Gatling schießen und die Hülle reparieren. Wobei Gatling in der Regel die Priorität hat. King Joe kann die Hülle auch reparieren. Aber es kann manchmal, wenn es kritisch wird, helfen. Und willkommen zurück, Hola. Sie dürfen Ready drücken. Du hast folgenden Job. Du hast an der Front eine Artemis. Ja. Du hast eine Front eine Artemis, da lädst du bitte. Oh fuck, ich habe noch das falsche Loadout. Nein, ist nicht so schlimm. Das kannst du noch tauschen. Nee, jetzt nicht mehr.
Also ich habe jetzt Stroke Shoot statt Hydro, das ist ein bisschen dumm, ehrlich gesagt. Kannst du da wechseln? Ja, da muss ich ja rausgehen jetzt. So. Ja, das dauert zu lang, das ist Crazy King. Also, um nochmal zurückzukehren, Hola, dein Job ist vorne die Artemis zu schießen, bitte immer Burst laden. Und außerdem hast du eine Banshee auf dem Rear, am Heck hinten. Da lädst du bitte Charged auf Long Range und Greased auf Short Range. Olaf. Okay, vor uns ist eine gegnerische Squid, bitte Webfire öffnen. Auf die WSL. Man repariert die Engines und springt dann zur nächsten runter und. Und bitte Gatling. Und an die Banshee. Du musst natürlich buffen, das ist natürlich was anderes. Weiter auf die WSL. Wem gehört die Banshee? Hola, die Banshee ist hier am Heck. Am Heck. Olaf, wir tauschen mal eben die Waffen. Du gehst nach hinten. Oder du wechselst immer zwischen Heck und Front. Oder jetzt bleibst du am Heck. Ach. Olaf. Nicht Olaf, sorry. BMO ist am Heck. Flieg rückwärts. Schön. Sofort wieder da. Fest hier. Weiter auf die WSL. Olaf, die Gatling reparieren bitte. Olaf, die Gatling. Du bleibst an der, also hauptsächlich an der Gat. Die Gat ist halt sehr wichtig. Ah. Und Olaf, schieß einfach die Banshee. Schieß einfach die Banshee auf die WSL. Na, hab ich irgendwas Falsches gesagt, Olaf? Oh, scheiße. Einfach Schuss machen. Ja, die Banshee einfach schießen. Bring uns gleich wieder in Position und kann wieder rein. Sorry. Schön. Alles okay. Alles okay. Wir haben den Punkt. Weiter auf die WSL. Wir brauchen die Gatling, Olaf. Wie auch immer, wir sollten zum nächsten Punkt fliegen. Oh, fuck, mein Fehler. Okay, BMO an die Front bitte und Front reparieren. Ist das wirklich so schwer zu verstehen? Und dann auf die Firefly. Oder was das ist. Ja, ist eine Firefly, alles klar. An der Gatling bereithalten. Sehr schön. Und wieder an die Banshee wechseln, Ola. Weiter auf der SMS bleiben. Firefly. Vorne sein? Nee, Olaf, du sollst nicht vorne sein. Du sollst. Front brauchst du nicht zu reparieren. Geh an die Gatling. Wir brauchen dich an der Gatling, Olaf. Nur Gatling und Hülle reparieren. Und deine rechte Engine kannst du reparieren. Star. Olaf, bleib an der Gatling. Genau, wieder an die Gatling. Vorwärts. Banshees. Scheiße, die Firefly kommt. Verdammten Engine immer runter sein, scheiße. Achtung, auf die Hülle aufpassen. Oder auf das Stand-up. Hülle. Olaf, Hülle. Schwer zu verstehen. Hörst du uns hier, oder?
Wir hören die uns kommen. Nun ja, den Punkt holen wir uns tatsächlich nochmal zurück, okay? Oder wenn du uns überhaupt hören kannst, dann sag mal irgendwas, bitte. Ja, oder schreib irgendwas im Matchchat oder wie auch immer. Ja, ich kann euch hören. Also, manchmal kommt es offensichtlich an. Also, das mit der Get hat eigentlich ja gerade ganz gut funktioniert. Benutzt Tar. Gegen die Squid, lass uns auf die WSL gehen. Ich würde fast sagen, das Squid ist halt einfach, dass man das Schiff so klein ist. So, jetzt fliegen wir weg. Wird eh nichts mehr mit dem Punkt. Wir gehen zum nächsten. Wir fliegen rüber zum nächsten Punkt. Engines reparieren. Schon mal eine Squid mit Failsafe Kit ausprobiert? Mit was? Mit Failsafe? Nee, habe ich noch nicht probiert, tatsächlich. Oh, jetzt flamen die uns auch noch zu hier. Rechte Seite bitte. Gatling auf die Firefly. Und Front. Jetzt hätte ich gerne Hydro. Hätte ich jetzt gerne Hydro. Boah, also hier unsere Allies getan als die. Auf die WSL. Banshee auf die WSL. Ah, sehr schön, die sind tot. Geil. Ich hab zwar Facesafes wunderbar schon mal ausprobiert, aber. Lass uns den Punkt erobern. Wunderbar, geil. Ja, nicht wirklich repräsentative Studie, weil es immer nur eine Punkte. Okay, rechte Seite Firefly, Gatling, Olaf Gatling. Den Ballon macht King Joe, keine Panik. Sehr schön. Oh Mann, dieses Tar. Ich bring uns raus aus dem Tar. Läuft wieder alles. Oh, die WSL ist hier. Okay, Engines haben Priorität gerade. Die WSL fliegt rüber zum nächsten Punkt. Lass uns auch dahin fliegen. Okay, BMO an die Front bitte. Und Front reparieren. Die beiden NGs bitte die Engines reparieren. Und an der Front fire at will. Einfach, was du kannst, treffen. Eigentlich die oberen die Main Engines? Bitte? Sind die oberen die Main Engines? Ja, die oberen sind die Main Engines, genau. Also die haben nur Vorwärts- und Rückwärts-Thrust quasi und die Side Engines sind fürs Turning. Die Stormbreaker ist links nördlich. Wir gehen auf die Squid. Schieß. Open Fire. Einfach auf die Squid schießen, auf die WSL. In der Front. Okay, Gatling. Und geh wieder ans Heck bitte, Olaf. Aber jetzt, nein, nicht Olaf, sorry, BMO. Oh man, Zerwirrung pur hier. Und wieder ist das Tarfeste. Aber wir haben den Punkt, alles gut. Schieß einfach die Banshee. Ich dreh die Gatling in Arc. So, das ist jetzt für Olaf. Gatling auf die WSL. Und Banshee auch auf die WSL, die sollten gleich einen Armor Break haben. Die sitzen immer noch im Tar, heftig. Fliegen wir uns mal näher zum Punkt. Auf die Firefly. Bitte. Schießt auf die Firefly, beide. Sollten für beide in Arc sein.
das für ein Chaos. Was für ein Match. Okay, hinter uns ist eine Squid, eine feindliche. Bitte auf die Squid gehen. Die WSL. Ich sag mal so, wir gewinnen. Irgendwie gewinnen wir. Und weiter auf der Squid bleiben. Ich flieg den hinterher rückwärts. Wir bräuchten das rechte Turning Engine auch, wenn du einen Moment Zeit hast. Ist da. Wunderbar, danke. Und ihr schießt einfach weiter auf die WSL. Sehr geil. Backward Squids. Bleibt auf der Squid, wenn möglich. Die ist schon genau auf der WSL. Die ist schon ziemlich weak. Auf der Squid bleiben. WSL. Auf die WSL. Und die Banshees auf die Hülle. Die sind fast tot. Die WSL dürfte fast tot sein. Okay, rechte Seite und Heck auf die WSL, bitte. Gatling. Und jetzt müssen sie tot sein. Banshees. Boah, endlich. Und wir haben den Punkt gleich. Wunderbar. Wieder ein paar Punkte für uns. Und rechte Seite Firefly. Das sah schön aus von hier aus. Schöne Ramkill für dich. So, wir sind mittlerweile auf 10% Perma. Sollten nach A rüberfliegen. Okay, BMO an die Front, genau. Einmal die Front reparieren. Zur Abwechslung fliegen wir mal wieder vorwärts. Waffe geben, die einfach da auf Gegner schießt. Es gibt doch diese komische Giftgaskanone da, oder? Ist ja sowas ähnliches. Ah, das muss halt so stark sein wie Tar. Ja, ich habe keine Ahnung, wie stark das ist. Ich spiele ja keinen PvE-Modus. Hier rechts von uns müsste die bitte wenn möglich spotten, ich sehe sie nämlich nicht. Ich kann es ja nicht vergleichen, ist ja noch nicht im PvP. Ja, genau. Okay, rechte Seite und Rear bitte. Genau, wieder schön an Zack, wunderbar. Langsam hast du den Dreh raus, glaube ich. Oh Mann, das war ja schön. Aber ich würde mal sagen, das ist der Win. Rechte Seite, SMS. Ja, bleib am Reck, bleib am Heck, bleib am Heck. Ich dreh uns. Das ist mein erster freier Moment hier, wo ich nichts machen muss. Oh Mann. Das sieht nach einem Win aus.
Squid westlich. Ich drehe uns. Bleib am Heck, bleib am Heck. Stufigeren Matches auch so viel Tar? Nee, eigentlich gibt's Tar relativ selten. Das ist schon gerade richtig extrem mit dem ganzen Tar, ey. Ich verlange Waffen. Okay. So, haben wir jetzt 450 Punkte im Ranking oder wie ist es? Ja, genau. Genau. Und ich habe auch. Fast 200 Miss Group Pairs. Na schön. Ein Ballon rebuild. Und vier Komponenten wurden gebufft. Wow. Doch so viel. Auf mit ihm.